Der liebe Rezo hat ein neues Video hochgeladen, meine Damen und Herren, und darauf reagieren wir heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Reaktionen und wir gehen direkt rein. Hey du. Ja? Let's go. Ich hab noch mal eine Frage. Dann stell sie doch einfach auf gutefrage.de. Denn wir gucken uns heute... Wow, wackes Intro. Wir gucken uns heute gute Frage an. Das heißt, da werden Fragen gestellt, Fragen, wie du und ich uns stellen würden und wo Leute vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen. Und wir können da auch beantworten. Oh. Wir werden heute da hingehen und auch mal Leuten helfen, unser Wissen weitergeben, das wir gesammelt haben in unserem Kopf. Dann hauen wir mal die Fragen hier rein jetzt. So. Die sind einfach synced. Einfach synced. Kommen wir... Zu der ersten Frage. Wow! Oh, voll krass. Die Frage ist, bin ich ein Stalker? Hey, bitte nicht vor... Schnell urteilen. Kurze Erläuterung. Ich habe schon länger gegründet. Oh mein Gott, in meiner Parallelklasse. Warte, ich will mitmachen. Okay. Warte, ich bin mit dabei. So, ich mach jetzt mit. Kurze Erläuterung. Okay. Warte, ich muss das Bild sehen. Oh mein Gott, in meiner Parallelklasse. Aber traue mich nicht, sie anzusprechen. Ich wollte erstmal herausfinden, welche Hobbys sie... Damit ich etwas hab, womit ich sie ansprechen kann. Angefangen, ihr nach der Schule zu folgen. Wow. Warum in Anführungszeichen? Also er hat ihr gefolgt. Also es ist ja nicht eine Art von Folgen. Es ist ja nicht Folgen. Es ist Folgen. Zu folgen, um zu sehen, ob sie Sport oder so macht oder shoppen geht. Das läuft jetzt schon länger so, aber trau mich immer noch nicht, sie anzusprechen. Es läuft jetzt schon länger so, also er läuft das ist legit stalking. Hinter ihr immer nach der Schule her und guckt so, was sie macht. Aber ich traue mich immer noch nicht, sie anzusprechen. Aber ich kann auch nicht aufhören, ihr zu folgen. Wieso sind hier die Anführungszeichen sind jetzt nicht mehr da? Ja, komisch. Hat mit der Zeit gemerkt, okay, die Anführungszeichen sind zu viel. Ist das creepy? Beziehungsweise bin ich ein Stalker? Oder denkt ihr, das ist nicht schlimm, weil ich ja nichts Böses machen will? Ich finde es trotzdem nicht korrekt. Okay, man sollte einen Menschen nicht verfolgen. Ich bin mir auch sicher, dass sie gemerkt hat, dass sie verfolgt wird. Mal Anbetracht seines Namens, Darklord. 666. Würde ich erstmal nicht so schnell vorurteilen. Ne? Schon, wenn jemand, der Darklord 666 heißt, hinter mir herläuft und so ein Pentagramm als Bild hat. Oha, ja, true. Wenn der monatelang hinterherläuft, will ich nicht. Jemanden die ganze Zeit zu folgen, nicht so geil. Aber das antworten Leute. Du brauchst Gewissheit. Du musst sie in ein Gespräch verwickeln. Das ist definitiv unheimlich. Du sollst sofort. Ja. Pico-Senpai, ich finde, wir müssen jetzt mal eine Antwort geben. Ich bin gespannt, was sie sagen. Was hier Sache ist. Hallo, Dark Lord. Es kommt der Moment im Leben, da fragt sich das jeder. Wir alle haben das durch. Ich von meiner Seite aus schreibe gerade aus dem Gefängnis und finde es gar nicht so schlimm hier. Du musst zurück zum Thema. Das Folgen, Anführungszeichen natürlich, das Folgen kann man auch hier weitergehend übers Internet betreiben. Es ist wichtig zu folgen. Twitch.tv/Rezo. Oh mein Gott! Aber so gut, ne? Reaction-Content. Und freue mich über einen Reaction-Content. Und einer Doni über 50 Euro. Ja. Nächste Frage. Perfekt, der Elfo gut gemacht. Richtig rein. Warum würgen? Yo! Hä, was ist denn jetzt los? Okay. Yo! Rezo! Hallo! Weißt du, wir haben schon sehr viele sassy Dinge, aber dass sie so viele haben, weiß ich auch nicht. Erik fragt, meine Freundin hat gefragt, ob ich sie mal würgen kann, wenn wir Sex haben. Ich habe gelacht, weil ich dachte, sie macht Spaß. Aber sie sagte, sie meint es ernst. Jetzt frage ich mich, warum? Hä, das ist... Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es für manche, sag ich mal, etwas erregend wirken kann, wenn man... Es gibt ja verschiedene Arten. Guck mal. Okay, hört mir zu, okay? Ich bin kein Experte, aber Rezo hat mir was beigebracht, okay? Es gibt nämlich zwei Arten zu wirken. Es gibt die Art, wo man dann auf die Luftzufuhr drückt, ne? Das finden manche toll, ich nicht. Und es gibt manche Menschen, die mögen das, wenn man die Blutzufuhr etwas abdrückt, das ist, wenn man hier außen drückt. Das finde ich toll. Okay, scheiße, wir machen weiter. Dumm, ich habe ihm nichts getan. Die Antwort, dadurch hat einen der Partner voll in der Hand. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist also sehr dominant. Außerdem ist bei mir Art von Vertrauen. Ist die überwältigend? Ist, er könnte mir echt wehtun, tut er aber nicht. Sagt Jalvi, ist Community-Experte im Sex. Oder wie soll ich das deuten? Ich sag mal Level 47 schon. Level 47 im Sex. Digga, imagine. Also ich bin so 3 oder so. Ich glaube, also nein, ist er nicht. Also doch, nein. Auch so dieser Newbie-Area, wo so Tutorial passiert, da komme ich nicht raus. Okay. Also, einer antwortet, der Andreas antwortet, durch das gewirkt werden, werden im Gehirn weniger bis kurzzeitig gar kein Sauerstoff mehr zugeführt und es könnte bei Personen den Orgasmus verstärken. Erik fragt, oha, das klingt jetzt aber krass. Ist das nicht auch gefährlich? Nein, nie Gefahr bei Sauerstoff.
weil, schau dich doch mal um, wie viel Sauerstoff ist. Wie viel Sauerstoff da ist. Oh mein Gott! Mal was dazu. Die Wissenschaft ist sich darüber nämlich gar nicht so einig, wie das immer in den Mainstream-Medien dargestellt wird. Sei skeptisch. Scheiße. Wach auf, bleib nicht in der Matrix. Wir erwarten dich hier auf der anderen Seite. PS wirkt nicht so viel. Das kann echt gefährlich sein. So, da haben wir es doch klar gemacht. Ja, okay, okay, das stimmt. Krass, die sind wirklich das richtige Community, wa? Richtige Community. Ja, du bist aber so ein Troll. Nein, ich bin kein Troll. Nein. Nein, ohne Scheiß, ich finde Gute Frage gut. Und ich finde, man muss auch ein bisschen Spaß haben bei Gute Frage. Gehört ja auch dazu, dass es manchmal so ein bisschen lustig ist und dann wieder Spaß macht. Ja. Hast du eine Frage gestellt? Nö. Kannst du mal eine komplette Frage stellen? So, hi, ich bin Rezo, man kennt mich aus Videos. Die sind alle viral gegangen. Wie viele von euch sind viral gegangen? Das würde mich interessieren. Das bitte. Nein, Digga, das ist so unangenehm. Nein, kann ich nicht machen. Nächste Frage. Warum ist die Gazelle viel besser als ein Jaguar? Ich habe manchmal... Willst du? Nö. Du kannst gerne. Ich kann auch machen. Ich habe manchmal schon... Willst du? Nee. Okay. Ich habe manchmal schon... Komiker. Was? Ich habe manchmal schon so welche Tierdokus geschaut, wo Gazellen in der Wüste von so Jaguaren gejagt werden. Aber Achtung, ich meine diese schnellen Tiere mit Punkten drauf und nicht diese Jaguar-Autos. Aber immer fällt ein Jaguar, so eine Gazelle zu kriegen, obwohl die so dünne, schlanke Beine haben und Jaguar viel krasser aussieht im Vergleich. Wie gesagt, ich meine die schwarzen, was? Wie gesagt, ich meine nicht diese schwarzen Autos, die sind safe schneller als so ein Tier, das weiß ich. So, welche Tierdokus geschaut, wo Gazellen in der Wüste von so Jaguaren gejagt werden. Aber Achtung, ich meine diesen schnellen Tiere mit den Punkten drauf, nicht diese Jaguar-Autos. Ich glaube, Luisa ist ein bisschen verwirrt. Aber immer fehlt ein Jaguar, so eine Gazelle zu kriegen, obwohl die so dünne, schlanke Beine haben und Jaguar viel krasser aussieht im Vergleich. Wie gesagt, ich meine nicht diese schwarzen Autos, die sind safe schneller als so ein Tier, das weiß ich. Das ist so lustig, dass die so einfach antworten. Du meinst den Gepard, weil ein Leopard ist stärker als eine Gazelle und ein Gepard nicht, da er keine Krallen und Co. mehr hat und keine Ausdauer, deswegen ist er ihr auf lange Sicht unterlegen. Alter, was ist das hier für eine... Junge, das war doch offensichtlich nicht ernst gemeint. Hä, wie kann man denn dazu so eine ernste Antwort schreiben? Und Jalvi schon wieder! Jalvi! Jalvi wieder! Die ist die Allwissende! Aber hier steht jetzt gar nicht, dass die Community-Expertin Sex ist. Hä? Jalvi schreibt, ein Jaguar wird niemals auf eine Gazelle treffen. Gazellen leben in Afrika, ein Jaguar im Amazonas. Der Amazonas ist nicht in Afrika. Nur, dass du Bescheid weißt. Der hat aber keine Punkte, sondern Rosetten? Das mit Punkten ist ein Gepard. Okay. Also sorry, aber jetzt bin ich komplett verwirrt. Warum hat ein Leopard, der mehrere Rosetten hat, einen bestimmten Grund? Geil. Ich liebe Gute Frage, Digga. Das ist ja der Wahnsinn. Alter. Nächste Frage. Wir helfen. Welche Ausbildung für OnlyFans? Fragt Sarah. Ich will nicht so viel arbeiten, eigentlich, aber trotzdem schon viel Geld verdienen. Sie hat zum Beispiel getragene Socken, Unterwäsche oder Fotos. Das finde ich eigentlich ganz gut. Sie ist aber noch keine 18. Bro, meine Mutter sagt, ich soll eine Ausbildung machen. Bitte mach das. Sarah, Bro, bitte. Versuch Bro? Nachzudenken. Versuch. Wie Gerald das gesagt hat. Nachzudenken. Versucht nachzudenken. Dann schreib in Sternchen Insert Theatralic Music. So? Ja. Und dann schreib da drunter so. Cut, seitliche amerikanisch, leichter Push-In. Drehbuch. Ja, Drehbuch, ja. Ich sag dir, was deine Zukunft gut machen wird. Und ihr schreibt in Klammern Matchcut EXT.Nacht. Ja, Rezo und Julian vor Kamin. Einem Porsche. Krypto. Investiere jetzt, mach Gewinne. Andere checken es nicht. Aber passives Einkommen. Und finanzielle Freiheit. Und finanzielle Freiheit. Ganz ehrlich, wenn das Video zu Ende ist, dann mach's doch weiter. Oder ist doch richtig, macht ja richtig Spaß. So. Mir alles geben. Ich habe sogar OnlyFans gekauft. Und verkauft. Wieder gekauft. Fade out achievement. Hey, strong. Stronge Nachricht. Sarah, Bro, bitte versuch nachzudenken. Ich sag ihm, es seine Zukunft gut machen wird. Investiere jetzt, mach Gewinne. Andere checken es nicht, aber passives Einkommen und finanzielle Freiheit haben mir alles gegeben. Ich habe sogar OnlyFans gekauft und verkauft. Dann wieder gekauft. Tja, es ergibt so keinen Sinn. Es ergibt so keinen Sinn. Das ist so gut.
Es ist so dumm, es ist so dumm, es ist so dumm. Wir helfen richtig, ich hab richtig das Gefühl. Aber du bist auf Stufe 1, guck mal. Ja, ich werd da noch. Okay, nächste Frage, ich bin richtig drin jetzt. Woher weiß ich, wann ich Alpha bin? Ich mach schon sehr viel, was ich auf TikTok lerne. Täglich Fitness oder täglich Fitness? Viele Frauen auf Straße ansprechen. Dieser Hund hat mich so gecatcht gerade. Oder täglich Fitness? Habt ihr gesehen? Ey, ich bin so Hunde, Katzen und so. So witzig, ich hab so einen Scheißhumor, ich merk's selber. Ey, vielleicht habt ihr ja denselben Scheißhumor wie ich. Dann sind wir wenigstens so. Wisst ihr, ich meine? Wäre cool. Knies. Viele Frauen auf Straße ansprechen. Immer Hemd oder Pullover mit dem Pferdelook. Reicht das schon? Also ab wann gilt Alpha? Wo kann ich das testen? Den offiziellen Test gibt es auf www.julienbam.de. Ja. Du kannst dich dort eintragen. Aha. In ein Programm von einem Coach, der heißt Julian Bam. Hm? Aha. Ich war anfangs auch skeptisch. Nee, ich war anfangs auch ein Beta, sagt er. Möglicherweise sogar. Ein Beta? Triple Delta. Delta zweiter Stufe. Ja. Oh, ich glaube, was passiert hier? Es ist so. Triple Delta zweiter Stufe? Yes, sir. Boah. Stark, strong, Alter. Und ich war skeptisch. Dachte damals, dass Frauen selbst wüssten, was sie wollen. Ja? Lol. Melde dich da an und um Mitternacht blicke aus dem Fenster. Du wirst Folge überrascht sein. Dem Elch. Sehr, sehr, sehr. Folge dem Elch? Ich finde, wir haben es sehr gut beantwortet. Oh, ich habe irgendwie Schmerzen in meiner Augenbraue. Oha, Level up! Wir helfen! Das war Alpha. Alpha rülpsen. Okay, nächste Frage. Welche YouTuber sind schwul? Also voll. Oh, oh. Zum Beispiel Luca oder Julienko. Und auch Rivenzeit, der sieht sehr gepflegt aus. Ebenso. Warum liegt es eigentlich vor? Zum Beispiel Luca oder Julienko. Oder auch Rivenzeit, der sieht sehr gepflegt aus. Stimmt, der sieht wirklich gepflegt aus. Immer die Haare fresh und immer. Hä, warte mal, dann bin ich ja gar nicht gay, wenn ich so ungepflegt aussehe. Ja gut, ich bin ja auch nicht wirklich nah, aber ein bisschen vielleicht, aber nicht ganz. Ganz bisschen, ne? Ein bisschen ist jeder immer. Ich bin echt ungepflegt zurzeit, ne? Und ich habe irgendwie, glaube ich, einen Pick in den Augenbrauen bekommen. Das tut voll weh. Egal. Erstmal auf Fresh-Modus, ja. Ja, ja, schon. Eben wie so schwule Männer manchmal. Oh. Denkt ihr, dass es sein könnte? Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder Schwule halt super gepflegt ist. Aber gefühlt kommt es schon teils rüber. Ich habe auch das Gefühl, seit Schwule mehr auf ihr Aussehen achten, ne? Was ja auch okay ist, ne? Ist auch, eigentlich sollte es jeder mal machen. Wir sehen halt alle einfach scheiße aus. So, jetzt habe ich es gesagt. Dass die Freundinnen von YouTubern eventuell gar nicht echt sind, nur wegen Imaga. Dass beide Reichweite bekommen. Was denkt ihr darüber? Oh Gott, ey. Bei Revi safe. So andere sagen so, hey, erstens, das geht überhaupt nichts an, setzt keine Gerüchte in die Welt. Zweitens, nur weil jemand gepflegtes Äußeren hat, heißt das doch nicht, dass die Person homosexuell ist. Wir einfach bei Revi safe. Das ist aber eine gute Antwort. Okay, ist geil. Erstens, gepflegt sein hat nichts mit sexueller Neigung zu tun. Korrekt. Zweitens, YouTuber interessieren mich einen Scheißdreck. Da haben aber Leute eine Meinung. Krass. Möglich wär's. Ich finde es ein bisschen sad, dass ich noch nie einen Scheiß gelutscht habe. Wir lernen so maybe if you want. Viel. Dumm, aber clever fragen. Ist es besser, asexuell zu sein? Man kann sein Leben genießen, ohne Drang zu haben, mit jemandem Sex haben zu wollen. Es gibt ja schon genug Möglichkeiten, Kinder zu bekommen, falls es darum geht. Oder ja, der Shit ist echt stressig. Mhm. Ja. Man weiß nicht, was man tun soll. Außerdem voll oft so Körperflüssigkeiten, wo man auch nicht genau weiß, wo die jetzt herkommen. Oder wo die jetzt rein sollen. Jetzt rein sollen. Hab einfach oft Fragen. Am besten, ich stell mir einfach vor, bin in so einem Boot. Ich schaukel so mit, mache mit bei den Bewegungen. Aber letztlich kann ich eh nicht beeinflussen, wo die Reise hingeht. Das hat voll gepasst. Voll, krass. Der Typ, der Metaphern raushaut, aber einfach noch gar keine Gedanken gemacht hat zu den Metaphern. Aber deine Mutter findet's gut. Nein, ich mach das weg. Nein, ich mach das weg. Mann. So into it, ne? Ich glaube, das mache ich auch. Also wenn du gehst, ja, machst du das weiter. 100 Pro, du bist so drin, Alter. Das ist heute meine Abendbeschäftigung. Morgen bin ich Level 50. Ja. Ich finde, wir haben viel heute geholfen. Wir haben auch viel gelernt. Und wir haben sehr viel geholfen. Ohne Witz. Ich sehe dich da. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Ihr guckt euch noch andere Videos an. Von Ju, von mir. Auch von Revi. Ich glaube, der ist gay. Und von mir. Dankeschön. Ja. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.
Okay, Leute, das war's. Schaut bei allem vorbei. Bei Ju, bei Rezo. Und schaut auch auf jeden Fall nochmal bei Rezos Video vorbei. Lasst auch liebe Grüße da. Und da bis zum nächsten Mal. Ciao.